Golfprofi Maximilian Kiefer hat seinen ersten Sieg auf der Europatour hauchdünn verpasst. Zum Abschluss des Turniers in Maskat, Oman, spielte der 28-jährige Düsseldorfer auf dem Par-72 Kurs Platz Standard und benötigte mit 282 Schlägen nur einen Schlag mehr als Sieger Kurt Kitayama, USA. Kiefer führte das Feld bis kurz vor dem Ende an, am vorletzten Loch unterlief ihm jedoch ein Bogey, das ihn den Sieg kostete. Zur Halbzeit hatte Kiefer, der als Dritter in die Schlussrunde startete, zusammen mit dem Dänen Joachim B. Hansen noch geführt. Im 173. Anlauf hat Kiefer damit seine 23-Top-10-Platzierung erreicht. Gut schlug sich auf der arabischen Halbinsel auch Max Schmidt. Der Bad Kreuznacher belegte beim mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier mit 290 Schlägen Rang 27. Am Cut 148 scheiterte dagegen der Nürnberger Bernd Ritthammer, 153. Sieben hatte nach seiner 76er Auftaktrunde zurückgezogen.